Hallo, ich grüße euch. Wir hatten ja die Spinnenmutter, die Insektenmutter besiegt, Gott sei Dank. Und schauen wir mal, was wir hier noch alles so haben. Munition ist immer gut. Die Lampe, mit denen die Mutter die Insekten kontrolliert hat, mit der können wir jetzt wahrscheinlich was anfangen. Wo genau, weiß ich noch nicht. Aber es ist jetzt offen. Wo war da diese Zone-Tür hinter uns? Ach, das war das hier. Gut, da kommen wir noch nicht rein. Das ist irgendeine selbstgemachte Verriegelung. Da ist noch irgendwas. Das wird aber dieses Schlangenzeug sein. Da kommen wir dann auch noch nicht wirklich weiter. Hier waren wir auch schon überall. Dann schauen wir nochmal in der Hütte. Weil die Tür im alten Haus im ersten OG öffnen. Das wird, denke ich, mit der Lampe gehen. Und los geht's. Jetzt weiß ich nicht, welche Tür, ob man die jetzt von hier oder von da. Schauen wir nochmal. Gucken wir nochmal hier. Wahrscheinlich bin ich jetzt gerade falsch und alle denken so, boah, was macht denn die? Nee, hier erstes OG. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Hier kommen wir hoch. So. Wir sind genau da, wo wir gerade eben schon waren. Egal. Ist das Haus? Die Tür? Oder? Ich blick's gerade nicht. Hier ist ja alles runtergebrochen. Halt andersrum. Wie komme ich da jetzt rüber? Ich weiß nicht genau wo. Wo ist denn da noch eine Zune-Tür? Find sie nicht. Wir sind im alten Haus. Okay, wo ist diese Türe? Ah ja, da drüben doch. Zimmer für Hausarrest. Oh je. Kontaminierter Raum. Da müssen wir rüber. Was für einen Schlüssel brauchen wir denn da? Wahrscheinlich die Lampe. Gut, da müssen wir raus, glaube ich. Ich weiß nicht, wie wir da sonst rüberkommen. Und von der ganz anderen Seite rein. Da, wo wir praktisch zum ersten Mal schon rein sind. So. Ja, wie komme ich da jetzt rein? Jetzt richtig? Autsch. Das wollte ich definitiv nicht. Aber ist nicht schlimm. Weil ich glaube, so kommen wir auch wieder in dieses alte Haus rein. Nur runterfallen wollte ich nicht. Ja, genau. So, wir sind immer noch im alten Haus, oder? Jetzt müssen wir nur hoch. Eigentlich sollte ich ja die Schubladen offen lassen, dann weiß ich wenigstens, wo ich war und wo nicht. Sonst gucke ich mir mal das Zeugs noch 50.000 Mal an. Das war die Voodoo-Puppe.
Hier waren wir, da drüben ist doch dieser. Ja, das. Halt, haben wir das wirklich schon gelesen? 11. Oktober. Habe den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht. Und mit der Frau, die es mitgebracht hat. Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich geröntgt. Was passiert mit mir? Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Und habe das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das schon gelesen hatten. Ich meine mal ja, aber egal. Die lasse ich jetzt wirklich auf die Schublade, sonst dunkel, ich sehe nichts. So, hier geht's lang. Das war die Türe, die wozu ist, oder? Ach, da müssen wir doch die Laterne einsetzen. So was Dusseliges aber auch. Jetzt passt doch. Stimmt, schon wieder vergessen. Jetzt ist er auf, ne? Gucken wir aber nochmal. War da noch was ums Eck? Nein. Gut. Ist da was in den Schubladen drin oder so? Auch nicht. Dann gehen wir rein. Hallo? Spiele. Brettspiele. Das Kinderzimmer, oder? Kurz vorm Kinderzimmer. Irgendwelche Notizen. Ja, bin ich jetzt wogegen gekommen oder ist da jemand? Der Bruder schleicht ja noch rum. Ist noch ein Kind da? Hallo? Dein Ball? My family, my family, meine Familie. Evelyn, die fehlt noch. Sneaker-Fan. So. Evelyn. Dann gehören die Puppen Evelyn, ja? Gut. Ein zerbrochenes Boot. Oder sowas in der Art. Teddy? Kommt jetzt jemand, wenn ich den hinlege? So, Evelyn, wo steckst du? Flatterviecher wieder. Hässlichen Insekten da. Ich sehe gar nichts. Okay, willst du jetzt mit mir spielen, oder? Jedenfalls hat sie mich gerade so ein bisschen erschreckt, aber egal.
Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Ja. Mit Evelyn jetzt. Ist Evelyn... Tür vor der Nase zugemacht. Ist Evelyn vielleicht auch so ein Insekt geworden vielleicht? Wollen wir gleich feststellen. So. Jetzt flackert noch die Taschenlampe wie in einem Film. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Jetzt kommt sie. Bleib fort. Okay. Habt ihr das gehört? Bleib fort, hat sie gesagt. Da ist ein Bällchen. Hallo Evelyn? Puppenhaus da hinten? Machen wir zu. Ist dein Zimmer? Zimmer für Hausarrest. Oh, okay. Ja, wenn ich jetzt das Haus anpacke und dann wird was passieren, dann wird sie entweder kommen oder... Die Decke bricht runter oder irgendwie sowas. Weil ansonsten ist hier ja nichts. Also. Was ist das? Das ist dieser rote Schalter draußen vielleicht? Hopsa. Wie viel Medizin habe ich denn noch? Gar keine. So. Ärgerlich, ärgerlich. Entweder habe ich jetzt was übersehen. Ich gehe nochmal ganz kurz rein. Das war ja gar nichts. Da war nur dieser Wisch hier, ne? Ja, egal, jetzt gehen wir mal raus. Vielleicht taucht sie dann auf und vielleicht kriegen wir dann was. Ich habe keine Ahnung. Hier irgendwie weiter. Das hier ist also der kontaminierte Raum. Gehen wir darüber? Tja. Gefunden haben wir nicht wirklich was. Ah, was war da? Wartet da jemand? Ja, ne? Wie komme ich darüber? Kann ich darüber schauen irgendwie? Schade, Mensch.
Okay, vielleicht hier lang? Der war vorhin schon da, oder? War da noch irgendwas? Kann man den irgendwie aufreißen, öffnen? Ist da was drinne? Nein? Schade. Komm ich da durch? Bitte? Nein? Da waren die ganzen Puppen. Ansonsten muss ich da jetzt mit Psychotonikum nochmal herkommen. Wenn ich jetzt wirklich was übersehen habe. Oder es war einfach absichtlich so. Ich habe keine Ahnung. Da ist auch schon offen. Eigentlich waren wir jetzt überall, oder? Ich verstehe es nicht. Antike... Hä? Wie konnte ich denn die übersehen? Schublade war auch noch offen. Naja. Den Arm im alten Haus im ersten Obergeschoss finden. Dann habe ich was übersehen. Dann brauche ich das Psychotonikum, glaube ich. Weil den Raum haben wir geöffnet. Jetzt gehen wir halt nochmal rein. Ich versuche jetzt gleich auch mal den Teddybär zu ritzen. Oder wie soll ich das nennen? Vielleicht ist es irgendwo drin. Oder bei den Puppen. Vielleicht ist es da irgendwie so ein Arm versteckt. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwo muss es ja mal weitergehen hier, ne? Was übersehe ich? Was übersehe ich? War ich hier schon drin? Ja. Hier müssen wir hin, aber wie komme ich da hin? Da ist doch irgendwas. Komm, mach mal hier einen Weg frei, liebe Evelyn. Irgendeinen Zwischenraum. Oder nicht? Der hat noch mit mir geredet und hat noch gesagt, verschwinde. Irgendwas stimmt mit ihr nicht, genau. Und wo ist die Toilettenschüssel mit den Zigarettenstummeln? Die haben wir auch noch nicht gefunden. Aber da gibt es bestimmt nur irgendwas, was einen aufwertet, könnte ich mir vorstellen. So, hier wird irgendwo der Arm sein. Hoffe ich. Oder nicht? Mensch.
Ja, kennen wir schon. Komisch. Oh, war das gerade eben schon da? Ist da Evelyn? Evelyn? Da wird auf jeden Fall der Arm sein, oder? Da ist er doch, oder? Nee. Die ist ja rearm. Da, oh, das ist Evelyn, oder? Oh. Oh mein Gott. Ich schätze, das ist er. Schätze ich auch, ja. Oh, schlabbert noch nach. Oh je, wenn das Evelyn ist, tut sie mir leid. Noch tut sie mir leid. Die wird mich gleich von hinten... Oh! Da war sie. Geh doch runter. Die ist jetzt sauer, weil ich ihr den Arm weggenommen habe, oder? Noch nicht tot? Tot oder noch nicht tot? Tot. Ist jetzt ganz ungeschickt. Ich habe noch... Einen Schuss, dann nehmen wir mal das hier, wenn wir die Feinde wohl auch kaputt kriegen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ach, ist das ungeschickt jetzt. Total ungeschickt. Keine Munition mehr. Schlimmer kann es echt nicht mehr sein. Ist noch dunkler wie vorher oder meine ich das nur? Richtig? Ja. Ach, ist das hier dieser. Komm schon, bitte. Geh drauf. Sei so lieb und stirb. Nicht mehr ganz geheilt. Naja. Die Materialien für Serum finden. Ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Ein Wunder. Sie zeigt sich. Bin mal gespannt, wie sie aussieht. Dann gehen wir mal in den Wohnwagen. Wenn wir da jetzt hier einfach hinkommen. Was ich gerade noch bezweifle. War das hier? Ja, ich glaube, hier geht es schneller, ne? So. Geht es nicht schneller? Dann gehen wir mal in den Wohnwagen.
So. Licht, endlich Licht. So. Da können wir dann auch gleich speichern. Jetzt bin ich gespannt. Ach, verarsch mich doch. Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein! Das ist familienintern, Ethan! Und nicht deine Sorge! Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen und ich gebe ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich. Welche Aktivität? Oh, oh, oh. Du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Oh, komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank. Und um die Spannung noch ein bisschen aufrechtzuerhalten. Aha. Das ist der... die Toilettenschüssel mit dem Aschenbecher, das haben wir jetzt also gefunden, da war also Munition drin. Bevor ich jetzt in den Kühlschrank schaue, dass es noch ein bisschen spannend bleibt, werde ich jetzt speichern und wir werden in der nächsten Folge dann sehen, was passiert. Bis zum nächsten Mal!